Hallo, heute mal ein Sicherheitstipp für Webserverbetreiber. Wenn ihr mal einen Webserver habt, irgendwo einen wichtigen vielleicht so ein wie Kernel.org oder sowas ähnliches, da solltet ihr mal checken, ob euer SSH vielleicht mit einem Rootkit infiziert ist. Ich checke mal, System ist clean, ich habe kein Problem. Nun, wie komme ich auf das? Ein User hat mich mal wieder auf einen Link geschickt, aber ein netter User. Es gibt nämlich auch Leute, die schicken euch mittlerweile auf nicht nette Seiten. Ne? Worum geht's? Es gibt ein Rootkit. Ne? Hierzu erstmal für die Windows-Benutzer, das ist nicht das Rootkit, was ihr unter Windows kennt. Ne? Unter Windows verstecken sich manchmal Rootkits vor dem System, dass man das nicht erkennt. Eine Art Virus, der sich versteckt. Hier unter Linux ist ein Rootkit ein Kit, also ein Toolkit, eine Werkzeugbox, würde ich mal sagen, die Root-Zugang verschafft, ne? Also Admin-Zugang verschafft. Rootkit ist hier unter Linux quasi so eine Art böses Hacker-Tool, das mich zum Root macht, also zum Admin, obwohl ich gar nicht Admin bin. Gut, es gibt anscheinend ein eBuoy-Rootkit und mit diesem Rootkit hätte man jetzt beispielsweise mal Zugriff auf einem Webserver. Dort greift man dann wieder Credentials, also Zugangsdaten von SSH ab, von anderen Usern und käme dann zum nächsten Webserver, wo man wieder das Rootkit platziert und von da aus dann Spam-Mails versendet. Ja, Spam-Mails. Und diese Spam-Mails infizieren dann Windows-User. Ne? Oder leiten die auf Pornoseiten um oder was auch immer. Das Ganze ist recht komplex gemacht. Es scheint aber zum Glück nur Kriminelle zu sein, die an Geld oder was weiß ich interessiert sind. Oder am Werbemüll zu verbreiten und damit Einnahmen erzielen, wer da jetzt unten am Ende der Leiter sitzt oder oben, je nachdem wie man es sieht, und damit Geld verdient. Ist hier noch wohl nicht ganz klar, wird sich wahrscheinlich das FBI drum kümmern oder ähnliche. Gut, hier sieht man den Aufbau, da gibt es eine PDF-Datei, Links hänge ich euch an. Also worum geht's? Einmal ist Linux betroffen in Form von Webservern. Ne? Die werden mit diesem Rootkit infiziert, der erste meinetwegen wird infiziert und später infizieren sich noch weitere, indem von dem einen Webserver die Zugangsdaten zum anderen Webserver abgegriffen werden, die sogenannten Credentials, ne, Zugangsdaten von SSH. Gut, hat man die erreicht, wird gegebenenfalls, je nachdem, was der Server so macht, DNS umgeleitet, ist es zum Beispiel ein DNS-Server, ein Linux-DNS-Server, die, ja, ich sag mal, die Anfragen, die ein Windows-User stellt, umgeleitet auf eine bösartige Webseite, die dann den Windows-User mit irgendeinem Mist versorgt, den er gar nicht haben will auf dem Rechner. Ne? Der hat dann vielleicht einen Exploit und kriegt dann Win32, ne, Windows-Viren aufs Auge gedrückt oder wird selber zum Bot eines Botnetzes. Ne? Am Ende der Fahnenstange sind die armen Windows-User. Ne? Die werden von Linux-Servern infiziert, die selber wieder infiziert worden sind. Also es ist interessant gemacht, hier zu lesen, da hat sich jemand bös Mühe gegeben. Deshalb mal an diejenigen, die einen Linux-Webserver betreiben, mit die Bitte mal das Kommando, weil ich am Anfang gezeigt habe, mal auszuführen, nicht, dass ihr Werbedreck und oder DNS-Umleitungen macht auf Webseiten, wo dann Windows-User infiziert werden mit irgendwelchen Krempeln, ja. Also das Ganze ist ganz interessant gemacht. Also unten sitzt irgendwo immer der Operator und hier haben wir die Command and Control Server. Also alle so Rechner, die wir gerne hätten, ne? Wo wir das ganze Botnet mit steuern können. Ne? Hätten wir alle gerne wahrscheinlich. Hätten wir gerne. Kämen wir nur alle für den Knast, wenn wir sowas machen. Das wollen wir aber nicht. Gut. Also die bösen Leute machen das im Moment so. Ne? Die haben da böse, böse Server laufen, mehrere verschiedene Funktionen und sehen dann zu, dass sie zum Beispiel von den Linux-Servern neue Credentials kriegen, also neue Passwörter für den Linux-Server, über die sie dann massenweise Spam versenden können. Warum massenweise? Auch wenn es nur, in Anführungszeichen, im Moment 25.000 Webserver sind, so ein Webserver hat viel mehr Möglichkeiten, Spam zu versenden, als ein Einzel-User-PC. Der hat ja einen begrenzten Internetzugang. Wäre das jetzt zum Beispiel ein Webserver, der, was weiß ich, eine Gigabyte-Leitung hat oder irgendwo an so einem
Knotenpunkt sitzt, wo er viel, viel mehr Kapazität hat. Umso mehr Mails kann er natürlich verschicken, umso mehr Spam kann er verschicken, desto mehr Windows-User werden infiziert. Und umso mehr Werbedreck wird geschaut oder die werden dann wieder mit Exploits versorgt für Windows, die dann wiederum dann gucken, bei denen haben die vielleicht irgendwelche Zugangsdaten für einen Webserver und so weiter und so fort. Also das Ganze ist technisch ziemlich aufwendig und da hat sich jemand, wie gesagt, richtig Mühe gegeben. Da muss jemand hinterstecken, der sich mit Linux gut auskennt. Nein, ich weiß nicht. Gut, jedenfalls, so schlau bin ich auch wieder. So, jedenfalls verstecken die sich dann noch gegebenenfalls hinter Anonymisierungstunneln, SSH-Tunneln und machen dann ihre Späßchen mit uns, ohne dass wir es merken. Ne? Und habt ihr halt die Linux-Seite, ne? Also quasi wir Webserver-Betreiber, bitte mal checken, nicht, dass ihr die armen Windows-User unwissentlich mit ja, Viren versorgt, ne? Oder mit Werbedreck, ne? Oder die iPhones, die dann irgendwo auf Pornoseiten landen. Ne? Wollen wir nicht, ne? Das Ganze ist dann so technisch noch ausgereift, dass es auf verschiedensten Linux-Versionen läuft und das ist dann also spätestens der Hinweis, dass da sich jemand gut mit auskennen muss. Verschiedenste Linux-, Unix-Systeme werden betroffen und es läuft auf allen Dingern, ne? Also unter Linux gesehen oder Unix gesehen plattformunabhängig und das ist ziemlich schwierig, weil die Linux-Systeme sich sehr stark unterscheiden. Gut, also das, oder nicht gut, also da scheint sich jemand richtig Mühe zu geben im Moment. Deshalb bitte mal checken mit diesem Kommando, was ich am Anfang gezeigt habe, ob euer SSH, ob euer Zugang, ob eure Credentials, ob euer OpenSSH überhaupt noch sicher ist und das tut, was es soll, oder ob ihr den entsprechenden Rootkit bereits auf eurem Webserver habt. Ebori, ja, wollen wir nicht. Gut, danke für den Zuschauer, der den Tipp gegeben hat. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Pavel, einen freundlichen Grüßen und tschüss.